wilde Präsentation gehen und ich so ein bisschen erzähle, was wir eigentlich so machen, würde ich natürlich gerne erstmal Sie kennenlernen. Und wie machen wir das am besten? 2 Sekunden, wir was anstellen. So. Und wie machen wir das am besten? Ja, ich würde gerne mal wissen, wer so im Raum ist. Und wir machen das nicht mit dem Handzeichen, weil ich glaube, die wenigsten heute haben schon Frühsport gemacht, sondern wir machen das, indem wir quasi in den Raum dahinter gehen, alle beieinander. Und ich würde gerne von euch, Gott sei Dank haben wir Workshop-Dose, sonst hätte ich immer, die haben das wieder auf Sitzen umformulieren müssen. Also, gerne von euch wissen, wie ihr eure Reisen bucht. Ich würde gerne auf der rechten Seite diejenigen, die ins Reisebüro gehen, in die Mitte die, die das irgendwie auf einer Online-Plattform machen und ganz links die, die ganz viel bei Airbnb sich bei Privatleuten einbuchen. Genau, bitte einmal nochmal aufstellen, also rechts die, die im Reisebüro gehen, in die Mitte irgendwas mit Internet und links Reiseunterkünfte von der Airbnb. Ja, ich glaube, dass das grundsätzlich Spannende bei diesen drei Industrien ist einfach, dass sowas wie Airbnb, Online-Plattform, wie man seine Hotels buchen kann, dass das eigentlich ja nicht von, oder eigentlich hätten die ja gegründet werden müssen von so Unternehmen wie Steigenberger, Hilton oder Marriott, aber alle die Angreifer oder neuen Geschäftsmodelle sind gegründet worden bzw. sind erfolgreich gemacht worden von Leuten außerhalb der Industrie. Und wenn wir uns dasselbe auch bei Unterhaltung angucken, ja, Netflix und Amazon Prime, diese Prinzipien, wie wir heute sozusagen Fernsehen gucken oder wie wir in großen Teilen Unterhaltung konsumieren, ist eben nicht von ARD, RTL oder Cineplex ins Leben gerufen worden, sondern von Leuten außerhalb der Industrie. Und das ist das Gleiche auch mit Mobilität, mit MyTaxi bzw. von Uber. Das hat in ganz vielen Fällen Disruption gemeinsam, dass sie erfunden werden oder dass sie vorangetrieben werden von Leuten außerhalb der jeweiligen Industrie, von außerhalb der sozusagen Amtsinhaber oder der Leute, die Position der Marktführer sind. Und das ist so ein Gedanke. Und die Idee meines Vortrages ist, dass das quasi dazu vielleicht ein bisschen beizutragen, dass das eben vielleicht hier nicht ist. Vielleicht so ein bisschen zu, worüber wir reden. Ich werde ein bisschen Einführung sagen, noch ein paar Worte zu, was wir eigentlich so machen. Dann über dieses Internet, wobei ich auch gewarnt worden bin von Frau Vogel, erklär uns nicht, was das Internet ist. Wir wissen das schon, wir machen schon ganz viel und ich war super mega beeindruckt, was hier eigentlich alles schon so läuft. Und ich glaube, den Eindruck, erwartet man das von so einer gesetzlichen Krankenkasse? Nein. Aber deswegen werde ich ja kurz noch trotzdem drauf eingehen. Da fehlt ja die 3, naja. Dann ein bisschen, was ist der Effekt auf die Versicherungswirtschaft? Dann, wen gibt es eigentlich zurzeit? Was bewegt sich eigentlich im Markt und eigentlich, was kann man machen? Wer bin ich? Ja, ich habe aber mit Prince William 2 Sachen gemeinsam. Einmal eine wunderbare Frau und B, wir sind beide im August 82 geboren, also beide sind wir 36 Jahre alt. Dann noch wichtig über mich zu wissen, ich bin leidenschaftlicher HSV-Fan. Ich kenne mich also auch privat mit Niedergang aus, nicht nur beruflich. Das war das Bild, als wir 2 Tage Spieltage gewonnen haben, letzte Saison. Und das war das letzte Lächeln letztes Jahr auf jeden Fall. Naja, aber ich habe mir doch was mit Versicherungen zu tun. Ich habe meine Zeit in der Versicherungswirtschaft, also vielleicht erstmal zur Gesundheitswirtschaft. Ich habe auch bei Vibron viele Jahre gearbeitet, ein Familienunternehmen aus Nordhessen. Kenne da so ein bisschen das Thema Gesundheitswirtschaft und so ein bisschen die Thematik, die da waren. Bin dann allerdings auch zur Allianz nach einiger Zeit und dort habe ich angefangen im Versicherungsvertrieb als Kundenberater. Das ist so, wenn Sie die Hierarchie der Allianz sehen, das ist ganz oben der Vorstand und irgendwo da unten, das war dann ich. Habe ich ja schon ein bisschen was über Vertrieb gelernt und wie passiert das eigentlich. Ich habe aber, muss ich Ihnen gestehen, keine einzige Krankenversicherung jemals verkauft. So ein paar Zusatzversicherungen, das war es, mit höchste der Gefühle. Bin ich aber relativ schnell schon in eine Stabsabteilung gegangen. Und ich kenne sozusagen auch den Betrieb, habe ich sehr viele IT-Projekte gemacht, Digitalisierungsprojekte, aber auch so, so Problembeseitigung, nennen wir das mal. Dann war ich noch ein kleinerer Regionalversicherer,
Und bin dann allerdings auch zum Startup gewechselt. Und als damals mein Vorgesetzter zu mir gesagt hat, bei der Allianz, ich kündige, hat er gesagt, und in welche Abteilung wechseln Sie? Ich so, nee, ich wechsle nicht die Abteilung, ich kündige. Und ich habe ihn verschont davon zu erzählen, dass ich zu einem Online-Gaming, Online-Spiele-Unternehmen wechsle, was irgendwie Computerspiele herstellt. Ich glaube, der hat den Betriebsarzt gerufen und mich nochmal quasi durchchecken lassen, ob dann alles mit mir in Ordnung ist. Aber ich bin da hingegangen, wir sind gewachsen von 0 auf 1200 Leute, verkauft worden für 270 Millionen Euro, 8 Jahre nach der Gründung im Keller der Eltern. Ich hatte keinen Anteil, also ich muss noch arbeiten. Dann bin ich bei einer Privatbank gewesen und dort habe ich die ganze Softwareentwicklung in einer digitalen Tochtereinheit gemacht und wir haben Deutschlands Nummer 2 Wealth-App gebaut. So viel dazu, aber was wirklich, vielleicht so im Hintergrund, warum stehe ich hier eigentlich und warum stehe ich hier eigentlich? Ja, ich habe auch immer sehr schnell schon angefangen, Talks zu halten, also Vorträge zu halten und auch immer sehr viel auf Social Media zu teilen. Das war nie Teil eines großen strategischen Masterplans, führte aber dazu, weil ich doch auch der eine oder andere mal sozusagen eine klare Meinung habe, dass ich eine sehr hohe Anhängerschaft bekommen habe über den sozialen Medien, Xing, LinkedIn, Twitter, YouTube. Bei YouTube könnte ich noch ein paar Follower gebrauchen, also wer da sozusagen gleich mal sein Handy rausholt oder Follow klickt, finde ich super. Genau, und wir haben ein kleines Filmchen mitgebracht, was machen wir denn eigentlich und was ist Digital Scouting eigentlich? Ich hoffe, das funktioniert jetzt hier. Ha! Genau, also, ich wende jetzt kommen zur nächsten Slide. Genau, mittlerweile ist es so, und Digital Scouting ist dem Stadium des Hobbys schon lange entwachsen. Das heißt, was wir machen, ist quasi, wir sind mittlerweile 20 Leute, wir helfen Versicherern, digitale Produkte und Services zu bauen. Warum? Weil wir haben Leute im Team, die halt Spiele gebaut haben, die sehr, sehr erfolgreich waren, oder eben eine Wealth-App. Dann, was wir machen, wir scouten Trends auf der ganzen Welt. Also ich reise ganz viel, schaue mir in unterschiedlichen Ländern an, was passiert in da gerade so in der Versicherungs- und Finanzwirtschaft. Und stelle auch Startups vor, die rein theoretisch, wo dann jemand sagt, ich bin ein israelisches Startup und ich weiß zufällig irgendwie, in Nordfriesland gibt es gerade eine kleine Versicherung, die sucht genau gerade so jemanden. Also jemand meint mal, Robin, du bist das Tinder der Versicherungswirtschaft. Ja. Und das Letzte, was wir machen, ist beim Aufbruch im Digital Scouting mit diesen irren Followerzahlen, zumindest für so eine Mini-Nische wie Versicherungen, dort haben wir viel gelernt, wie macht man das denn eigentlich? Weil am Anfang hatten wir kein Geld, dann haben wir immer das gemacht, was günstig war und effektiv und modern und lustig und authentisch. Und da machen wir eben auch so Kampagnen, gerade in Unternehmen, die irgendwie so in einer Transformationsphase sind. Aber genug, das war der Werbeblock, versprochen, das war's. Jetzt sind meine Notizen vorhin runtergefallen. Naja, wer wäre denn eigentlich besser geeignet, oder gibt es eine Person, die besser geeignet wäre, über das Thema Versicherungswirtschaft und Internet zu erzählen, als meine 96-jährige Oma? Ja, das bin ich, da ist meine Oma, links meine Frau, da bin ich, ich habe übrigens Anzüge, ich trage sie aber nur noch für meine Oma und meine Tochter. Und was sie mir beigebracht hat über das Internet ist folgendes. Ich habe ja irgendwann erzählt, was wir so machen, so mit Algorithmen entwickeln und Apps und Websites und so. Und sie meinte, du Robin, du weißt schon, als wir aufgewachsen sind in unserer Stadt, da gab es gar kein Auto. Sondern wir mussten mit der Kutsche in die nächste Stadt fahren und dort war das erste Auto. Und was mir das gezeigt hat, ist einfach, ich meine, heutzutage, wir fahren mit dem ICE durch die Welt, wir haben hier WLAN und teilweise gibt es schon in Flugzeugen WLAN. Allein in 2 Generationen, wie exorbitant irre sich unser Leben eigentlich verändert hat. Und das zeigt was, nur weil wir es selber nicht so merken im Täglichen, aber wenn wir das mal vergleichen mit uns, unseren Eltern, unseren Großeltern, ist eigentlich irre, was sich eigentlich alles getan hat. Und eine Frage an Sie, wer plant in den nächsten 15 Jahren in Ruhestand zu gehen? Wer plant das? Chefs gucken jetzt gerade mal nicht hin, okay. Okay. Sehr gut, ein paar Hände habe ich gesehen.
alle Dinge, über die wir heute reden, die uns, die Versicherungswirtschaft beschäftigen, Google, Facebook, Amazon, Tencent, Alibaba, wie sie alle heißen, all diese Unternehmen gab es vor 15 Jahren noch nicht oder war nicht relevant. Das heißt, selbst für die Leute, die schon sozusagen den Ruhestand am Horizont sehen, selbst für die wird sich alles noch mindestens einmal verändern. Genau, und warum ist das so? Wir sehen einfach eine unglaubliche Beschleunigung der Adaption von Technologie. Dann lassen wir ganz kurz mal gucken. Also wir sehen eine unglaubliche Beschleunigung von Technologie. Woran liegt das? Das liegt einfach daran, um 50 Millionen Nutzer zu erreichen, brauchte das Auto 62 Jahre. PayPal brauchte 5 Jahre, Facebook brauchte 2 Jahre und Pokémon Go brauchte 19 Tage. Das heißt, wie irre schneller es geworden ist, wie beschleunigt es ist, dass neue Technologien angewandt werden. Dann sehen wir eine Explosion von Daten. Von den ersten menschlichen Hieroglyphen vor über 10.000 Jahren bis hin zu meiner Kamera, die das jetzt aufzeichnet, 90% aller dieser Daten, die jemals in der Menschheitsgeschichte produziert und gespeichert wurden, 90% dieser Daten sind in den letzten 1,5 Jahren entstanden. Und man muss jetzt nicht irgendwie Nobelpreisträger sein, um zu verstehen, wenn wir eine Wirtschaft sind oder ein Industriezweig, was mit Risiken und Daten zu tun hat, dass das auch einen Effekt auf uns haben wird. Dann glaube ich einfach, dass das weitere Thema, was wir haben, einfach eine, wie soll ich das schön sagen, eine Absenkung der Markteintrittsbarrieren sind. Was heißt das? Wer von Ihnen kennt Karina Gracia auf Instagram? Welche mal mit Kindern? Das ist eine 23-jährige Ex-Kellnerin, die Millionen verdient mit dem Verkauf von buntem Schleim. Es ist undenkbar vor 5 oder 10 Jahren, dass ein Ex-Kellner oder eine Anfang 20-jährige Kellnerin irgendwie irgendwo hingehen kann, irgendwas macht und plötzlich Millionärin wird. Undenkbar. Und das bedeutet einfach, dieses Internet ermöglicht Unternehmen, auch Individuen, Möglichkeiten, einfach in neue Märkte reinzugehen, zu einem Bruchteil der Kosten. Ja, klar, gesetzliche Krankenversicherung, ist mir klar, dass da ein bisschen ein paar andere Hürden sind als beim Verkauf von blunden Schleim. Aber es geht einfach um die Philosophie, was wir rund um uns jetzt gerade sehen. Und viele Unternehmen unterschätzen das maßlos. Und eine weitere Sache, all das treibt eben Veränderungen von Kundenverhalten, weil die neuen Technologien neue Sachen ermöglichen. Und was wir einfach sehen, sind unterschiedliche Kaufverhalten und unterschiedliche Kaufverhalten, unterschiedliche Erwartungen von Kunden. Also ich sehe das selber, also zwischen 2000 und 2019 hat sich die durchschnittliche Kaufverhalten hat sich eben verändert. Heutzutage ist eben keiner mehr bereit, wenn er bei Amazon eben sofort irgendwas bekommen kann, eben sozusagen länger zu warten. Und wir geben unser Geld auch anders aus. Viele Leute, das hätte auch noch eine Frage gewesen, wie viele Leute Geld bei Amazon ganz viel ausgeben. Shorter Attention Span, also die Aufmerksamkeitsspanne des Menschen hat sich verkürzt. Zwischen 2000 und 2019 hat sich die durchschnittliche Aufmerksamkeitsspanne des Menschen halbiert. Ja, das heißt, wir sind nur noch halb so lange in der Reihe, das zu machen. Was bedeutet das? Dass wir auch eben sozusagen, wenn wir mit Kunden umgehen, dass die in Rechnung tragen müssen, dass einfach die Aufmerksamkeitsspanne deutlich, deutlich geringer geworden ist. Es gibt auch höhere Erwartungen des Kunden, weil Kunden in anderen Industrien, einfach eine unglaublich hohe Qualität an Service bekommen und unglaublich schnell und einfach. Man kann auf der Couch zu Hause ein Konto eröffnen, wenn man bei der richtigen Bank ist. Man kann seine Wocheneinkäufe von der Couch erledigen. Man kann Musik, muss man nicht mehr in den Laden gehen, sondern man geht bei Apple Music und lädt sich das einfach runter. Das hat diese Erfahrungen, die Kunden eben sozusagen in anderen Industrien machen, die richten sie eben auch auf uns. Und ich glaube, dass die Bereitschaft und die Geduld vom Kunden, dass er eben 6 Wochen auf eine Leistungsabrechnung wartet, dass das einfach deutlich, deutlich, deutlich geringer geworden ist und dass die Erwartungen eben höher sind. Und die Gefahr, die da eben besteht, ist, dass eben das Unternehmen aus anderen Industrien das, was sie woanders sehr gut können,
nämlich einfach transferieren. Das wird sicherlich nicht mit der, es wird jetzt keinen geben, ich glaube, die Google wird jetzt keine gesetzliche Krankenversicherung bauen, aber warum nicht mittelfristig auch sozusagen Zusatzversicherungen anbieten und sozusagen da dann das Einmarsch finden. Genau. Genau, wie hat die Industrie bisher reagiert? Und dann meine ich jetzt nicht nur gesetzliche Krankenversicherung, sondern tatsächlich so die Gesamtversicherungswirtschaft. Bis vor zwei Jahren war das so, dass es noch ganz viele gab, die immer gesagt haben, ja, Herr Kira, ist ja schön, dass Sie das mir alles erzählen, aber was geht mich das eigentlich an? Ja, wir haben wunderbare Zahlen und wir sehen das alles noch nicht, ja. Und dann habe ich immer schon damals gesagt, so Leute, ist ja wunderbar, ein Rekordjahr jagt das nächste, das ist ja wunderschön, aber lass uns doch mal in die Struktur deines Neugeschäfts gucken. Und was wir da festgestellt haben, durch die Bank bei jedem Einzelnen, dass im Neugeschäft einfach einen Riesenunterschied gibt zwischen der demografischen Struktur von Deutschland, also wie alt sind die Leute, wo kommen die Leute her und was ist das Neugeschäft. Dass die nämlich meistens selbst schon im Neugeschäft überaltert waren, von den Beständen mal ganz abzusehen. Zwar sind die noch sehr gut, sozusagen durch Bestandsgeschäft sind die noch sehr gut am Laufen gewesen, aber das war sehr dramatisch. Und das Zweite ist eben auch sozioökonomisch, dass in vielen Fällen sehr viele kleinpreisige Versicherungen angeboten worden sind und sozusagen die Hochvermögenden und damit oder zumindest die gut vermögenden und gut verdienenden Leute in vielen Teilen in diesen Beständen nicht repräsentiert waren. Zumindest nicht so, wie sie eigentlich rein theoretisch statistisch hätten sein müssen. Doch, das war das, die Reaktion und trotzdem eben die Reaktion. Alles ist gut, weil die Zahlen auf der Oberfläche waren ja noch okay, aber wenn man tiefer geguckt hat, war sie auch schon vor zwei Jahren nicht mehr okay. Und warum ist das so? Warum sind diese beiden Zielgruppen, die jungen und gut verdienenden und Vermögenden, warum sind die nicht da? Weil ihnen häufig Zeit, weil ihnen häufig eben auch schon mit ins Internet gegangen sind und sich darüber Sachen vergleicht haben und einfach den Effort gemacht haben. Was ich aber damit sagen würde, wenn du halt die Kundendaten hast und die erodieren, dann ist es halt eben, man sieht schon den Effekt dieses Internets und all die Sachen, über die wir schon gesprochen haben, dass das eben schon auch einen Effekt ins Kerngeschäft hat. Heute ist die Reaktion vieler Versicherungsvorstände, heute ganz selten setzt sich jemand dann auch hin und sagt, nö, dieses Internet, das geht wieder vorbei. Das war vor zwei Jahren tatsächlich noch so, da hat sich einfach nur lustig gemacht. Man sieht das teilweise in anderen Ländern noch, zum Beispiel in Großbritannien gibt es das immer noch, wo sich dann Leute in die Runde auch in der Öffentlichkeit auf irgendwelchen Veranstaltungen hinsetzen und so viel sagen, nö, das wird alles gar nicht so schlimm werden. Also wir sind nicht die, in Deutschland hängt nicht total hinterher. Was aber heute im größten Teil die Reaktion ist, ist, es gibt sozusagen Butterfahrten nach Berlin oder Silicon Valley. Da wird mal für einen Großkonzern wird mal ein Innovationsmanager angestellt. Und es wird sehr viel aufgehübscht, es wird mal ein Kernsystem ausgetauscht, Optimierungsprogramme durchgejagt. Aber so richtig ernsthaft passiert da in ganz, ganz wenigen Fällen etwas. Das heißt, die zugrunde liegenden Probleme, dass sich eben dieses Kundenverhalten radikal verändert, dass das auch, wenn wir eine mangelnde Leistungsfähigkeit zum Beispiel gerade im Bereich IT haben, dass wir nicht in der Lage sind, innerhalb von kürzester Zeit mal eine Kunden-App rauszubringen. Ich meine, ich kenne Versicherer, die arbeiten seit fünf Jahren dran, ja? Und das haben wir es heute noch nicht geschafft. Und ich denke, dass das zeigt einfach, dass eben diese grundlegenden Probleme nicht angegangen werden, sondern deswegen habe ich genannt Fake News, man macht das mit so Fake-Maßnahmen in vielen Bereichen. Woran liegt das? Meine These ist, dass das einfach demografische Gründe hat, dass was wir erleben, das haben wir ja bei der Aufstellung auch gesehen, also ich glaube, das ist mit Netflix war spannend, aber auch mit dem Reisen und mit der Mobilität, dass sich einfach Sachen verändert haben. Ja, wir standen nicht alle immer nur rechts. Aber wenn man in einer gewissen demografischen Kohorte ist, dann hätte man vielleicht selber ständig nur rechts gestanden. Und daraus leiten viele dann eben sozusagen das ab. Oder was ich besonders spannend finde, ist, wir haben eine Studie gemacht von Digital Scouting, wir haben geschaut, wie viele der Top 25 Versicherer, wie viele der Vorstände, 180 an der Zahl, sind eigentlich auf Social Media aktiv. Und aktiv heißt ein Like, ein Post oder ein Kommentar in einem gewissen Erhebungszeitraum. Was glauben Sie von den deutschen Top 25 Versicherern, wie viele Vorstände sind aktiv auf Social Media? Schätzen Sie, sagen wir mal eine Zahl. 10%. Ist das ein gutes Gefühl? 7. Das bedeutet aber, 93% deutscher Versicherungsvorstände
an denen geht die aktuelle Debatte um den Fortschritt in Technologie, Gesellschaft und Versicherungsfinanzwesen vorbei. Die sind nicht da, die kriegen es nicht mit. Und dann muss man sich nicht wundern, ne, wenn da halt der Druck von der Öffentlichkeit kommt oder vom Aufsichtsrat, mach doch mal was, irgendwas mit diesem Internet, dass dann sich geflüchtet wird und irgendwie eine lustige Butterfahrt zu Besuchen von Startups oder so als einzige Maßnahme. Ich meine, das ist an sich nicht schlecht. Aber das Internet geht doch nicht mehr weg. Ich meine, das muss ich Ihnen nicht sagen, Sie sind hier total aufgestellt. Aber ich, um das nochmal zu vergleichen, sozusagen aus historischer Sicht, ja, ich bin nämlich als von Haus aus Historiker, also verzeiht mir den Vergleich. Ich glaube, das Internet ist eine neue Phase der menschlichen Evolution. Wir haben den aufrechten Gang, wir haben das Rad, wir haben Elektrizität und jetzt haben wir das Internet, was unser ganzes Leben verändert. Und wenn wir uns eine andere Disruption angucken im Bereich Mobilität vor 100 Jahren. Vor 100 Jahren erlebten die Dampfschiffe, die den unterschiedlichen Kontinente verbanden, den Höhepunkt. Den Höhepunkt, das waren die besten Maschinen. Mit irren Geschwindigkeit sind die über den Atlantik rübergegangen. Meisterwerke der Ingenieurskunst. Und dann kam das Flugzeug. Und was war die Reaktion der Reeder? Erst haben sie es ignoriert. Dann haben sie sich darüber lustig gemacht. Und dann haben sie gewisse Fake-Maßnahmen gemacht und irgendwie ein bisschen mit rumexperimentiert. Keine einzige Linie hat das überlebt. Keine einzige Linie hat substanziell in die Flugzeugindustrie investiert. Und was würden wir heute diesen Rädern raten? Wir würden natürlich den Rädern raten, vergisst eure ollen Dampfer, ja, irgendwie gehen das Neue, bau Flughäfen und Flugzeuge und investiert da. Und meine Frage an Sie so ein bisschen ist, was glauben Sie, würden unsere Urenkel in 100 Jahren uns heute raten? Jetzt ein bisschen zu, wen sehen wir denn in der Versicherungswirtschaft? Und das ist, glaube ich, auch für Krankenversicherung ganz spannend. Wir sehen 4 Player. Ein Player sind die ganz normalen existierenden Versicherer. Und was wir dort sehen einfach ist, es gibt vor allem kleinere Akteure am Markt, die sozusagen die Chancen der Digitalisierung nutzen. Oder ich sage immer, Versicherungswirtschaft ist wie die Bundesliga. Sie haben manche, wie der FC Bayern, die werden quasi nie untergehen. Ja, die werden sich zur Not den Weg rauskaufen aus der Situation. Und das glaube ich eben auch im Bereich Versicherung. Da wird es auch von den großen Versicherern, da muss man sich keine Sorgen machen. Allerdings gibt es natürlich auch bei den Versicherern so die FC Freiburgs. Das sind die positiven Überraschungen, die plötzlich oben mitspielen. Keiner hat damit gerechnet, weil die einfach im Verborgenen ihre Hausaufgaben gemacht haben. Und dann gibt es natürlich auch den HSV, der Versicherungswirtschaft. Einstmals glorreich dominierend und jetzt quasi auf dem absteigenden Ast. Und das sehen wir, dass wir im Markt vor allem kleinere Player sehen mit kurzen Entscheidungswegen, entweder jungen oder jung gebliebenen Entscheidungsträgern, die wirklich die Themen voranbringen und genau das Richtige machen. Dann ein großer Player am Markt, vielleicht noch nicht im GKV-Bereich, aber in manchen Gesundheitszusatzversicherungsbereichen sehen wir das schon, das sind die großen Technologiekonzerne. Google, Amazon und auch ein paar chinesische Player, die quasi in Asien den Markt dominieren. Warum sind die so gefährlich? Die sind aus 2 Dingen so gefährlich. Das sind die Technologie nehmen, die Dinge, die sich verändern und dann quasi Produkte und Services für den Kunden bauen, die Kunden so gerne mögen. Ja, das sind die unsere Homescreens auf unseren Handys dominieren. Das heißt, die kennen, die sind richtig in der Lage, Sachen zu bauen, die der Kunde toll findet. Und das Zweite ist, warum die so gefährlich sind, ist, sie sind nicht nur gute, und das Zweite, warum sie so gefährlich sind, ist, sie gehen strukturiert, konzentriert in Märkte rein und sagen, wir nehmen uns jetzt diese Wirtschaft vor, wir haben mitgekriegt, die haben riesenhohe Margen und sind aber super hinterher und da gehen wir jetzt rein und holen uns das. Und gerade Amazon ist sehr bekannt dafür, dass sie strategische Masterpläne haben und das machen. Und man darf sich da keine Illusion hingeben, wenn die das machen, dann nehmen die keine Gefangenen. Ja, es gibt keinen einzigen Online-Buchhändler, der signifikant sich Amazon in den Weg gestellt hätte, der das überlebt hat. Und das Dritte ist, warum die so gefährlich sind. Die sind sehr gut darin, sich selbst zu disruptieren. Als der Kindle aufkam, der Kindle wurde von Amazon Labs entwickelt, hat man das Jeff Bezos vorgestellt und dann hat man Jeff gesagt, du Jeff, du weißt was schon,
dass das Ding, was wir hier entwickelt haben, unseren Buchhandel zu dem Zeitpunkt 80% des Umsatzes komplett zerstören wird. Und dann hat Jeff Bezos gesagt, besser wir machen das, zerstören unser eigenes Geschäft und bauen ein neues, anstatt dass es andere machen. Und ich glaube, die Versicherungswirtschaft ist halt eben nicht so darin geübt, sich selbst zu disruptieren. Ich meine, Sie scheinen ja hier auf einem ganz guten Weg zu sein, aber es gibt andere zum Beispiel, was Sie gesagt haben über die Fehlerkultur, das sind in anderen Häusern undenkbar, noch immer heute. Ja? Das braucht man aber eben, wenn man auf solche Sachen reagieren möchte. Und die haben natürlich ganz tiefe Taschen, die haben natürlich irre viel Geld. Ein Player am Markt, den ich total nicht einschätzen kann oder wo ich total, der total unterschätzt wird, sind die Rückversicherer, gerade im Sachversicherungsbereich. Da gibt es hinter den Kulissen, weil ich ab und zu auch was mit denen mache, da gibt es hinter den Kulissen tatsächlich die ernsthaften Diskussionen, brauchen wir den Erstversicherer überhaupt noch? Wenn das alles durch Technologie irgendwie gelöst wird, wenn es irgendwo Leute gibt, die tolle Apps bauen und irgendwie die ganze Abwicklung vollautomatisiert ist, wozu brauchen wir eigentlich noch Erstversicherer? Das sagen die nicht laut, weil die wollen sich das Geschäft natürlich nicht mit ihren aktuellen Kunden versauen, das verstehe ich auch. Aber um das mal zu vergleichen, ich war mal in San Francisco vor einiger Zeit und da gibt es auch so Konferenzen und da ist so dunkle Hallen mit so runden Tischen, wie man das aus dem Fernsehen kennt. Da saß ein deutscher Erstversicherer und ein deutscher Rückversicherer oder europäischer Rückversicherer. Und jedes amerikanische Startup, was auf die Bühne kam und sein Geschäft vorgestellt hat, hat an einer oder anderen Stelle gesagt, im Übrigen, vielen herzlichen Dank für die tolle Zusammenarbeit mit dem Rückversicherer, deutscher Rückversicherer 1, 2, 3, Schweizer Rückversicherer 1, 2, 3. Und dann die beiden Herren, die an dem Tisch saßen, sagt der Erstversicherer zum Rückversicherer, entschuldige mal, wir arbeiten seit 100 Jahren toll zusammen. Warum unterstützt er die ganzen Leute, die uns angreifen? Antwort: weil wir nicht glauben, dass ihr es schafft. Die wurden jetzt nicht mehr beste Freunde am Abend, aber das zeigt einfach, dass die Rückversicherer, die wissen ein bisschen, was für Versicherung funktioniert, die haben das Kapital und ich glaube, die haben auch die strategische Weitsicht. Die sind durch den operativen Wahnsinn nicht so abgelenkt, wie das Erstversicherer sind. Also ich glaube, Rückversicherer ist ein riesen unterschätzter Player hier. Und dann haben wir natürlich noch die Startups. Klar, allein in den letzten Jahren wurden über 10 Milliarden Euro in Startups investiert und es gab da so unterschiedliche Phasen. Und vielleicht noch zum Hintergrund, ein Bekannter von mir, der ist auch Investor und der sagt immer, Robin, wir machen das ja nicht, weil wir die Wohlfahrt sind. Ne? Also wir investieren jetzt nicht, wir geben ja nicht unser hart verdientes Geld irgendwelchen jungen Leuten einfach so zum Spaß, sondern wir wollen ein Multiple haben. Multiple heißt, interessant wird uns für uns Investitionen, wenn wir glauben, dass wir es 10 bis 100 oder 1000-fache unseres Geldes wiederkommen. Dann rat mal, wo das herkommt. Aus den Bilanzen der etablierten Marktteilnehmer. Und es gibt unterschiedliche Phasen bei diesen Startups. Eine Phase ist quasi, die erste Phase war so ein bisschen, es hat ganz viele gegeben, die so ein bisschen Geld gekriegt haben, ein paar hunderttausend hier. Und dann war das war die Phase, wo das auch sehr viel nicht ernst genommen worden ist oder wo man sich wohl lustig gemacht hat, ignoriert hat. Und dann gab es die zweite Phase, das sind die, da wo so die Investitionssummen pro Investition in einzelne Startups so im zweistelligen Millionenbereich war. Da kann man schon ein bisschen was mitmachen. Und das war so ein bisschen auch die Phase, wo ein bisschen die Panik aufkam in der Versicherungswirtschaft, zumindest in manchen Teilen. Und das ist ein bisschen abgeflaut, weil man sieht jetzt auch langsam eine Konsolidierung. Nicht jeder, der ein Startup gründet, wird auch damit erfolgreich sein, das ist klar. Eigentlich ist das Verhältnis 1 zu 10. Was wir jetzt sehen, ist die dritte Phase zu sagen, wo wir große Investitionen sind von mehreren hundert Millionen Euro in Startups. Übrigens auch in Deutsche, Briefbox Group aus Berlin hat gerade 125 Millionen Euro Geld bekommen, vor allem aus dem arabischen Raum, um hier Disruption weiter voranzutreiben. Was zeigt uns das? Uns zeigt das, ja, es gibt Konsolidierungen, Knipp gibt es nicht mehr, die einer der ersten Versicherungsordner, die online jetzt auf die Reihe gekriegt haben. Aber die Investoren haben ein ungebrochenes Vertrauen darin, dass man eben sozusagen ein Mehrfaches von dieser Summe wiedersehen wird. Und was eben die Großen auch haben, die Großen unter diesen Insurtechs, die teilweise mehrere hundert Mitarbeiter haben, dass die auch langsam genug Geld haben, A, lange durchzuhalten und B, wirklich neue Sachen voranzutreiben. Ja, was tun? Also auf der einen Seite sehen wir diese radikalen technologischen Veränderungen, die wir auch gerade gesehen haben bei der Aufstellung.
Wir sehen die veränderte Kundenverhalten, Kundenerfahrung, wir sehen auch neue Player am Markt und eben auch teilweise inadäquate Maßnahmen der Player, also sozusagen die Fahrt nach Berlin als top-digitales Instrument. Die Frage ist, was tun? Ich habe einen Bekannten von mir, der CIO von einem großen schweizerischen Versicherer, und der hat mir gesagt, Robin, wir machen doch schon ganz viel. Dann habe ich gesagt, das ist ja schön. Und dann habe ich gesagt, lass uns doch mal gemeinsam dein Projektportfolio, ja, die haben auch diese 5-Jahres-Prozesse, lass uns das mal gemeinsam angucken. Und dann sind wir da durchgegangen und ich habe gesagt, das ist ja 95% deine Altsysteme irgendwie am Leben zu erhalten. Oder eine